Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, ihr werdet euch jetzt bestimmt denken, was, der macht noch Videos? Ja, ich wollte mich mal dazu äußern, denn momentan kamen doch relativ viele Anfragen so, ja, was ist los mit diesem Channel hier? Kommt hier noch was oder was ist los? Und ich dachte eigentlich, ich hätte mich dazu schon geäußert oder gesagt, was jetzt los ist. Aber das war wohl nicht so. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal geträumt oder so und dann dachte ich, das wäre real life. Naja, wie gesagt. Also, auf diesem Kanal habe ich ja momentan diese 15-minütige Sperre. Was auch vor 1, 2, 3, 4, 5, das sechste Video sozusagen vor diesem hier erklärt worden ist von mir. Die dauert an bis Oktober. Ich kann mal kurz nachschauen, bis wann genau. Einen Moment bitte. Wo mache ich das nochmal? Ich glaube bei... Nein. Shit. Verdammt. Wo ist es? Da. Dritter Zehnter. Am 3.10. kann ich wieder normale Videos hochladen, die dann nicht, nur 15 Minuten sind. So. Und da ich mich davor noch nie dazu geäußert habe, momentan bin ich auf einem anderen Kanal aktiv. Der ist auch oben verlinkt bei meinem Kanal. Das heißt, wenn ihr einfach auf meinen Kanal geht, da bei dem Abteil guckt da auch mal vorbei bei den Empfehlungen. Der erste Kanal, der Naden sozusagen. Da bin ich momentan aktiv, da mache ich Videos, halt momentan nicht so viele League of Legends Videos. Aber jetzt kommt's. Das heißt nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit nur auf diesem Kanal aktiv bin, denn ich habe mir überlegt, nachkommen, den Kanal, den habe ich jetzt schon seit 2013, glaube ich, und den will ich nicht einfach so wegwerfen. Und ja, natürlich diese 15-Minuten-Sperre, die hindert mich schon, aber zum Beispiel das Gameplay, was ihr gerade im Hintergrund seht, das ging auch nur irgendwie 24 Minuten oder so, und wenn ich das ein bisschen runterschneide, auf ca. 15 Minuten, dann könnte das schon was werden. Man sieht noch das meiste von der zum Beispiel 24 Minuten, weil da nur ein bisschen weniger als die Hälfte halt weggecuttet ist. Aber wie gesagt, dann ist noch Aktivität auf diesem Kanal und das möchte ich eben hiermit sagen. Ich möchte wieder anfangen auf Devil Challenger 1, also auf diesem Kanal hier, League of Legends Let's Plays, die dann halt momentan geschnitten sind, hochladen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wozu ist dann mein anderer Kanal da? Ganz einfach, auf diesem werde ich andere Let's Plays machen, das heißt kein League of Legends. Momentan mache ich da ganz oft Monstrum, Jump League, also Minecraft Jump League, vielleicht noch ein paar andere Minecraft-Spiel-Modis oder so, halt irgendwelche anderen Sachen. Aber Devil Challenger 1 war halt immer mein sozusagen League of Legends Kanal. Da habe ich, wenn man hier guckt, wie viele Videos habe ich schon? Ich habe keine Ahnung, wie viele Videos, aber... Man sieht ja League of Legends, League of Legends, League of Legends, alles mögliche mit League of Legends. Zwischendurch natürlich noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Minecraft Devilcraft. Das ging aber auch nicht so lange. Und ja, deswegen möchte ich mit diesem Infovideo einfach sagen, es werden wieder Let's Plays kommen. Aber wie gesagt, erstens nicht so oft, weil auf zwei Kanälen aktiv zu sein ist schwieriger als auf einem. Aber auf jeden Fall, es wird kommen. Das heißt, hier wird wieder League of Legends kommen, wie normal halt. Und auf dem anderen Kanal werden andere Sachen kommen, wie zum Beispiel Horror Games oder keine Ahnung, worauf ich halt Lust habe. Falls ihr jetzt sozusagen euch doch noch Videos anschauen wollt, die ich momentan aufgenommen habe, es sind momentan 3 League of Legends Videos auf dem Naden-Kanal online. Das heißt, keine Ahnung, könnt ihr euch anschauen, wie ihr möchtet. Aber, wie gesagt, die meisten League of Legends Videos werden dann wieder hier drauf kommen. So, ich denke, das war jetzt relativ das, was ich sagen wollte. Und, ja. Wollte ich noch irgendwas sagen? Nee, ich glaube nicht. Ja, okay. Gut, das wäre es dann hier mit diesem Infovideo gewesen. Ich wollte euch einfach mal schnell informieren, was jetzt los ist. Ich weiß nicht genau, wann das erste Gameplay dann kommt. Ich denke mal in einem oder zwei Tagen. Ich weiß nicht genau. Ich denke, das Infovideo werde ich jetzt noch schnell rendern und hochladen. Das ist ja nicht so lange. Und ja. Dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.